Hallo zusammen und willkommen zurück zu Two Point Hospital mit mir, Foxy und Duckworth up in Bild. Immer noch, wir können hier ein Upgrade installieren. Ja, ich weiß, wir müssen Zirkustherapie nach Hause schicken. Keine Zeit, kein Geld vor allen Dingen. 44.000, ich mache mal eine Pause, ne? Obwohl, es müsste... Nee, es kommt nichts rein. Mitarbeiter weiterbinden. Das ist im Gange. Okay, sehr gut. Müssen wir erstmal gucken, ne? Wenn ich nicht mehr aufgenommen habe. Das ist schon wieder ein paar Tage her jetzt. Muss erstmal wieder reinkommen. Arztpraxen, immer noch extrem lange Wartezeit. Da bräuchten wir mehr. Und wir haben ein öffentliches Ziel, Schocktherapie. Ich guck mal, was das kostet. Und dann machen wir das nämlich als nächstes. Die ist hier 30.000. Können wir uns das gerade so leisten? Ne? 4x4 muss die sein. Also 1.100, Tatsache. Das ist wirklich das absolute Minimum. Eine Heizung muss... Genau, einen großen Heizkörper einsetzen. Das ist ein großes Zimmer. Wir machen auch hier einen hin. Und dann müssen wir gucken. Achso, wir sollten Stufe 2 erreichen. Stufe 4! Oh Mann. Natürlich erstmal so die Basics, ne, was so ganz billig ist. Abfalleimer. Alles hilft ein bisschen, aber ansonsten wahrscheinlich die Plakate, ne, was soll man sonst machen? Eine Pflanze ist ja nicht schlecht, aber es muss halt auch immer gegossen werden. Ne? Und das bedeutet jetzt, dass ein Hausmeister noch hier hinten rumlatschen muss. Schrank 200. Okay, so ein Arzneischrank, macht der hier Sinn? Wird der mir überhaupt angeboten? Wahrscheinlich nicht, wenn er keinen Sinn macht. Tja, ja, alles postervoll. Okay. Dann die Sterne dazwischen. Der hängt so ein bisschen hinterm Schrank, naja. Okay, Zertifikat für denjenigen, der hier arbeitet. Dr. Bob. Das Bild von Jasmin kommt hier hin. Zu teuer, kein Geld mehr. Nein, alles, was ich hier hingebaut habe, können wir uns nicht mehr leisten. Epidemie-Warnung, das ist sehr gut. Aber das heißt, ich muss hier abbrechen. Oh, verdammt. Um an Geld zu kommen, muss ich es abbrechen. So, die Zombies wahrscheinlich wieder, ne? Keiner von denen läuft komisch. So. Ich habe tatsächlich alle gefunden jetzt endlich, aber das Geld ist trotzdem reicht nicht. Also es gab zu wenig. Mal sehen. Also Stufe 4 war hier noch als Aufgabe. Und Stufe 4. Kostenpunkt 1.500. Das ist auch in Ordnung. So, und da gibt es 75.000 als Bonus. Das ist merkwürdig, dass das überhaupt aufwärts geht, weil ich forsch doch hier gar nicht. Oder? Habe ich es schon wieder vergessen? Nee, ich hab hier keine Forschungsstation. Aber mir soll es recht sein. Also lieber so, als dass ich da jetzt auch noch Geld ausgeben muss. Weil ein Arzt, der forscht, verdient halt nichts. Beziehungsweise die verdienen ja alle nichts. Die kosten nur. So, DNA-Patienten. 5 im Gange. Können wir sehen, wo die sind? Wo ist denn unser DNA-Labor? Hier. Da kommen die gerade an. Mal sehen, wir machen den hier noch. Nee, doch. Nee, doch. Sie zuerst, dann... Nee, so. Es bleibt dabei. Die VIPs, die sind zwar wichtig irgendwie, aber eben nicht dem Tode nah. So wie er hier zum Beispiel. Neuer Auftrag.
20%. Awesome is up 40%. And parking violation. Röntgenstrahlen auch auf Stufe 4. Ja, das ist schwierig jetzt. Was haben wir hier? Verdiene 100.000 und dann. Achso, ja, ja, ist aber kein. Ja, ja, machen wir mal 100.000. Achso. Wie soll ich denn 100.000 verdienen? 90 Tagen. Da muss ich ja die Aufgaben erfüllen. Verdammt. Ach, verflucht. Gibt's. Ach, man kann die leider nicht nochmal angucken, die Aufgaben. Auch gibt's hier eigentlich Online-Herausforderungen? Gibt wahrscheinlich kein Geld für dieses Level hier. So mache ich das jetzt erstmal nicht. Ja, ich glaube, es dauert jetzt einfach 90 Tage, also bis die Patienten durch sind. Da gibt es vielleicht einen Bonus für, aber vielleicht gibt es auch eben ja, nur den Ruf dafür. Und Röntgenstrahlen bauen. Das war doch auch so teuer. 31.000 plus Stufe, naja, obwohl Stufe 4 war relativ leicht zu erreichen, oder? Komm, ich probiere es aus. So, wir sind bei 2. Ein Server ist mir zu teuer. Ist aber eigentlich ganz gut. Also der würde das schon deutlich nach vorne bringen. Aber wenn ich es. Eigentlich ist es total blöd, den immer so weit wegzustellen. Einen großen Heizkörper. Und dann wieder Bildchen. Röntgenstrahlensammlung. Ich glaube, die tut sich hier, macht sich hier wirklich gut. Ja, es gibt einen guten Boost. Ansonsten sieht das Zimmer hinten genauso aus wie das andere, glaube ich. Machen wir hier die Poster ran mit den. Mit den Auszeichnungen dazwischen. Auf die anderen Seite kommen dann die Drucke und dann müsste das eigentlich. Dann müsste das passen. Achso, wir hatten noch ein Foto, genau, neben der Tür. Ach, schade, passt nicht, muss man da machen. Die Uhr, die da drüber, ja. Aber da kann die nicht bleiben, die muss da hin. Ein Stuhl. Auch wichtig fürs Personal, glaube ich. Wenn nichts zu tun ist und da ist gerade jemand in dem Zimmer, dann kann er sich da hinsetzen. Und vielleicht werden die dann nicht so schnell müde. Na, hier wird ein Druck mehr benötigt. So, Stufe 4. Und wieder ein Bonus. Sehr schön. Aber ich glaube, dass das eben auch kostet, ne? Die Stromkosten und so. Also ist richtig. Und Stufe 12 haben wir nicht. Mitarbeiter befördern, das wäre eine Idee, glaube ich. Haben wir einen von denen hier? Schon wieder neue Ziele, was haben wir denn jetzt? Zwei Patienten heilen, na das ist machbar, glaube ich. Die sterben ja nicht alle. Wie sieht es denn aus mit der Warteschlange? Die VIPs sind als nächstes dran. Die müssten vielleicht noch geheilt werden können. Fange einen Geist. Na okay, das ist auch einfach. Haben wir Hausmeister? Sag ich so. Na, haben wir Hausmeister, die das können? Nein. Der braucht eine Pause. Die brauchen generell eine Pause. Ne? Die haben zu viel zu tun. Die Hausmeister, 3 Stück, das reicht nicht mehr. Haben wir wohl einen Geist? Dafür muss erstmal einer sterben, ne? Das will man eigentlich nicht. Die ganze Zeit geisterte hier einer rum und jetzt ist er weg. Meldung ist nicht besetzt, deswegen die Warteliste, aber da kommt schon wieder jemand. Rich Noah. Aber der braucht auch eine Pause, ne? Also Assistenten haben wir auch zu wenig. Alles Leute mit Marketing, ne, die man eigentlich nicht braucht. Aber was heißt nicht braucht? Ne? In Wirklichkeit brauchen wir die vielleicht. Wir haben ja ein Marketingzimmer, aber
könnten wir hier machen? Es nützt halt nichts, ne? Also ja, für Mitarbeiter würde das Sinn machen. Da wir kein Geld damit verdienen, mit der Behandlung. Hier ist ein Geist. Kann man ihn eigentlich anklicken? Nee, kann man nicht. Wir könnten aber einen Hausmeister schnappen. Du. Und den da hinsetzen und dann macht er das hoffentlich, ja. Und hier, der Arzt benötigt hier auch wieder 50.000 rein, sehr schön. Das ist auch gut. Das passt jetzt, die Personalstimmung, da könnten wir anfangen, wenn wir... lass mal gucken, ob irgendjemand total unzufrieden ist. Nee, aber wenn wir hier ein bisschen die Gehälter erhöhen. Am besten bei denen, die sowieso wenig verdienen, dann werden die eher zufriedengestellt und glücklich. Mal gucken, ob das schon reicht. Oh, der ist recht teuer hier. Da brauchen wir nicht so viel. Na, weil hier 2000, da 2000, so, das läppert sich. Haben wir noch irgendwelche günstigen Ärzte? Ja. Man könnte die natürlich auch rausschmeißen. Ne? Wir haben jetzt hier einen, unser einziger Psychotherapeut. Da habe ich bisher noch nie drüber nachgedacht. Guck mal, hier ist ein Psychotherapeut, der viel günstiger ist. Feuern. Oh. 86 Patienten versorgt, 0 getötet, 12 geheilt. 12 geheilt! Fürs Krankenhaus eingenommen und wie? 159.000 Dollar erhalten? Ich nicht. Also keine Ahnung, wo der gearbeitet hat. Aber hier war das nicht. Aber 50.000 oder was der verdient hat? Ne? Wenn wir jetzt. Oh, ist der sauer? Rennt sofort nach Hause. Ich will noch mal gucken, ob an dem irgendwas dran steht. Zustand voller Energie. Streitlustig. Achso. Die Stimmung. Alles gut. Möchte Weiterbildung. Ja, weiß ich nicht. Jetzt nicht mehr. Naja. Mal sehen, was steht denn noch an? Die DNA-Patienten. Das ist furchtbar. Das einer nur geheilt. Und wir haben immer noch so lange Wartelisten. Bei der Allgemeinmedizin. Ich glaube, hier macht es Sinn. Ich stelle es da hin. Wir bräuchten ein paar Wartezimmer, würde ich sagen, aber Sitzmöglichkeiten eigentlich nur. Hier drüben hat man ja noch gar nicht gemacht. Nee, ich habe gerade überlegt, ob es Sinn macht, hier die Luxusgeräte aufzustellen, die weniger oft gewartet werden müssen. Aber ich glaube nicht. Kein Geld. Das war's mit den Ausgaben für diesen Monat. Zirkustherapie nach Hause schicken, Töpferei nach Hause schicken. Ein von 5 haben wir nun geheilt.
Und dann geht der Ruf wieder runter. Das ist echt blöd. Mitarbeiterbeförderung wieder. Müssen wir mal gucken. Ich würde mal beim Hausmeister gucken. Geht nicht. Assistenten kann man hier einbefördern. Ihn hier. Personalstimmung ist nicht wirklich gewachsen, ne? So 2% oder so. Strecksaal. Ich schicke den erstmal nach Hause. Ist gleich dran. Warteschlange 5 und hier drüben 3. Immerhin sind keine roten Zahlen mehr dran. So von wegen Wartezeit. Das ist schon okay. Was haben wir hier? Wieder Filmstar-Besuch. Gibt Geld, wenn wir ihn beeindrucken können. Okay, hoffentlich guckt er sich die richtigen Sachen an. Müssen wir mal gucken. Entwesungsanlage brauchen wir nicht mehr, ne? Machen wir zu. Ist ja auch nicht mehr. Also. Ah, jetzt. Mal wieder eine Warte an. Wahrscheinlich war das hier, ne? Wo ich die alle ausgemacht hatte, die Dinger, um Geld zu sparen, also Energiekosten. Und dann wurden die doch so nach und nach wieder gebraucht. Frei nach Hause schicken. Der Assistent an der Anmeldung macht bestimmt gerade wieder Pause oder ein Nickerchen oder so. Ja. Könnten das natürlich... Ach Quatsch, wir lassen das so. Der mit der Pixeliose, der stirbt bei den... Ach, wahrscheinlich schaffen wir es nicht. 8%. So, mal sehen. DNA-Labor. Sind denn da wenigstens Behandlungen im Gange? Es gibt Leute. Okay, aber es wird einfach niemand geheilt. Eine Beförderung, nicht jetzt, nicht jetzt. Was ist das hier? Stufe 4 mit Kardiologie, haben wir die? Das machen wir einfach mal. Wo ist denn die Kardiologie? Hier. Das ist ja auch nur mit Bildern getan. Ja, wir sind schon auf Stufe 3. Oh, ich hab gerade kein Geld. Gut, dann nicht. Wir haben wieder eine Beförderung, mit der wir das machen können. Ihn hier nicht, wir können ja auch so durchblättern. Einen der Studenten vielleicht. Dann haben wir wieder Geld, dann können wir das hier aufpeppen, das Zimmer. Achso, das hatten wir schon. Da nicht. Arzneischrank? Den haben wir noch nicht. Kostet aber auch 1000, ja, kaufen wir nicht. Trainingsgerüste. Ach, man kann hier auch einen Boxsack reinmachen. Das wusste ich nicht. 300? Es gibt doch einen guten Schub. Waage steht, glaube ich, schon drin, oder? Nee. Das können wir gebrauchen. Die machen wir hinten in die Ecke rein. Gibt nicht ganz so einen großen Schub.
Und dann würde ich mit dem Goldposter anfangen. Wo ist denn der Goldstern? Und Silber. Naja, wahrscheinlich brauchen wir Bronze noch. Und sind wir bei Stufe 4. So, Mitarbeiterwunsch erfüllt. Das ist er verblüfft. Ja, bitte sehr. Und schon wieder minus 25.000. Wir müssen mal jemanden retten. Heilen. Retten, nicht heilen. Neues Ziel, das ist jetzt Auflösungslabor, Stufe 4. Okay.